Weiter geht's mit Let's Play Golf Egg 2. Und ich habe gerade den Hang ver... Zombies sind langsam, das geht in Ordnung. Tralalalala. Zimmer. Hau ab! Wehe, der schlägt mich jetzt. Ja, Zombies sind eigentlich keine Bedrohung. Bringen aber Erfahrung. Und das ist das Gute an ihnen. Nichts zu holen. Aber sie schreien so hässlich. Menno. Oh, der ist ein bisschen härter gepanzert. Der hat eine... Feuerfall. Er backt rum. Eigentlich benutze ich ja keine Bugs, aber in diesem Fall... Das wäre mir sonst zu nervig und der Gegner ist es mir nicht wert. Also stirb. Der bringt aber auch zwei... Der hält mehr aus und bringt nur 200. Das ist stumpf. Das war ein, wahrscheinlich ein, alter Bewohner dieses Volkes, was man an seiner Rüstung sieht. Der hat nämlich eine schöne Rüstung an. So, ich mach mal einfach stumpf weiter. Einen Trank, ein bisschen Gold, ein bisschen mehr Gold, noch mehr Gold, dann noch was die Axt, mehr Gold, mehr Gold, mehr Gold. Gold, 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 einen Ring und mehr Gold. Und noch mehr Gold, und sowieso mehr Gold und Tränke. Ist auch gut so. Was ist das für ein Ring? Ring der Gewandtheit. Ein rostiger Zweihänder. Und ein Amulett. Amulett der Krieger. Ja, dazu sage ich, es gibt drei Sets. Es sind immer zwei Ringe, ein Amulett. Das ist der Krieger, das ist der Heiler und ich glaube, das ist der Priester. Krieger bringt Stärke. Heiler bringt, glaube ich, Mana. Also Heiler bringt Mana oder Leben und... Priester bringt mit Mana oder Leben. Und ich werde diese Sets gezielt nicht suchen, weil... Ja. Ich will euch noch ein bisschen Rätselspaß überlassen. Und deswegen könnt ihr sie selber suchen. Ich werde mir auf jeden Fall das Set holen, was Mana bringt, nachdem ich das Add-on fertig habe. Ich werde es offscreen machen, das heißt, ihr werdet es nicht sehen. Weil ich will euch da rätseln lassen, weil es... Ich find's echt genial gemacht mit den Sets. Oh, ein Goldbrocken. Und sie sind es einfach wert, sich mal selber darum zu kümmern und sich nicht das immer von irgendwelchen Leuten abgucken. Deswegen wünsche ich euch da viel Spaß. Wie gesagt, ich glaube, das Set bringt so um die 60 Mana. 50 oder 60. Dann noch irgendwie 160 Leben, noch genau dieselbe Wert von 60 Stärke, glaube ich. Und es ist schon ein extremer Bonus. Ein wirklich extremer Bonus. Und das ist einer der Gründe, warum ich es mir hole. Ich find's einfach nur, boah, geil. Hallo Morgan. Hey, du. Was hältst du von Francis? Der ist mir egal. Solange er mich in Ruhe lässt. Ist er nicht der Boss hier? Er hält sich für den Boss. Aber irgendwann ist Greg wieder da. Und dann wird Francis wieder schön, brav Bretter sägen. Wegen Angus und Hank. Hör bloß auf mit der Sache. Die beiden haben sich wahrscheinlich von Banditen umbringen lassen. Und Angus hatte meinen Ring dabei. Na gut, eigentlich war es sein Ring. Er hat ihn beim Würfeln gewonnen. Aber ich hätte ihn mir wieder zurückgeholt. Und jetzt ist er weg. Wenn du meinen Ring findest, dann bring ihn zu mir zurück. Du sollst es auch nicht... Ja, ich habe gerade...
gemerkt. Es war der falsche Strand. Nett, ne? Ja, finde ich auch nett. Der richtige Strand ist da vorne. Aber wir haben einen anderen Quest dafür gemacht, und zwar den wir eh hätten machen sollen. Also der Quest hier ist Pillepappe. Das war an den Falschen gerichtet. Aber zum Glück hat es aus irgendeinem komischen Grund getroffen. Ich liebe diese Hitbox. Na komm. Und noch einer ist tot. Und ich heile mich mal kurz. Lurker sollten nicht so das Problem sein. Hallo. Hallo. Hi. Ey. Komm. Da. Ich hab's mir schon gedacht. So werde ich sie auch immer schön brav erledigen, weil das spart Mana-Tränke. Komm her, du. Ich hätte übrigens mal speichern sollen, aber hier werde ich nicht abkacken. Aber bevor ich in die Höhle gehe, speichere ich ab. So, Thema erledigt. Mal kurz Mana komplett aufladen. Das war der falsche Trank. Und noch einen Heiltrank schlucken, was unnötig ist. Und speichern. Und Uhr gucken und Uhr als gut befunden und rein da. Was hätten wir denn hier? Aua. Einer hat nicht getroffen, normalerweise ist er. Ich wusste doch, da war irgendwas. Aber kein Problem. Ich sollte vielleicht mal mein Leben aufladen. Guckt euch das an, wie wenig diese Scheißteile heilen. Leben. Schattenläufer soll sterben. Auch nicht mehr so das starke Problem. Eine goldene Heizkette, eine Spruchrolle. Ein Trank und noch ein Trank. Ich hoffe, das war es wert. Was war das denn für eine Spruchrolle? Nein. Kein Kommentar von mir aus. Der Strandschrank. Ja, der Schrank ist gesäubert. Und wir machen uns jetzt mal wieder auf den Weg zu morgen. Ich sehe Sterne. Morgen. Ja, Sonnenblenden. Aua. Den Sonnenring-Effekt haben sie leider weggemacht. Der Strand im Norden ist sauber. Was ist mit der Höhle? Warst du da auch schon? Klar. Sauber. Bist ein guter Mann. Hier hast du deinen Lohn. Hey. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Im Moment nicht. Such dir erstmal eine Koje und trink dir eine ordentliche Buddel rum. Alter Säufer. Ah, das Zeug ist gut. Kein Kommentar. Ich merke schon, worauf das hinausläuft. Worauf das hinausläuft. Das ist doch schon lange bekannt. Na, das war er hier. Wirklich nicht mein Problem. Von selbst ist er da nicht. Hier ist dein Kompass. Ja, das ist er. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn noch mal wiedersehe. Danke, Mann. Auf die Kraft an. Dieses Mal wird ihn Greg nicht wieder in die Finger kriegen. Her, nimm diesen Gürtel dafür.
Er ist mein wertvollstes Stück. So.